Willkommen und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Hier in diesem Video geht es um Arten von Stellen. Wir ziehen es wieder auf am Beispiel einer mündlichen Prüfung. Der Prüfer fragt als erstes mal, sagen Sie mal, Stelle. Sagt Ihnen das was? Ja, wir sind hier im Fach Organisation oder Organisationslehre. Und da gibt es immer diese Begriffe Stelle und Abteilung und so weiter. Also der Prüfer fängt mal ganz einfach an und sagt, hören Sie mal, Stelle, sagt Ihnen das was? Das ist so die Einstiegsfrage, eher dann, wenn da was kommt jetzt, nach den Arten von Stellen vielleicht als nächstes fragt. Also Stelle ist die kleinste organisatorische Einheit. Und es ist eine der ganz wenigen einheitlichen Definitionen in der Betriebswirtschaftslehre. Sie finden noch nicht mal für das Verständnis von Kosten eine einheitliche Definition in der Theorie. Aber hier, dass die Stelle die kleinste organisatorische Einheit ist, also der kleinste Baustein, aus dem man dann eine Aufbauorganisation baut, da sind Sie sich alle einig. Das heißt, wenn wir von Stellen reden, als kleinste organisatorische Einheit, dann reden wir von der Aufbauorganisation. Ja, aus mehreren Stellen werden dann zu Abteilungen zusammengefasst und dann gibt es dann Abteilungsleiter und Hauptabteilungsleiter und dann haben wir so eine Hierarchie. Eine Aufbauorganisation legt fest, wo oben und unten ist. Vielleicht geht der Prüfer auch in diese Richtung, wer weiß. Als nächstes fragt er dann, sagen Sie mal, Aufbauorganisation, da gibt es ja noch was anderes, Ablauforganisation, schon mal gehört. Was ist denn dann die Ablauforganisation? Können Sie das ein bisschen mal erklären, können Sie das abgrenzen? Ja, in die Richtung gehen wir jetzt nicht, sondern wie der Titel dieses Videos sagt, wir reden jetzt, nachdem der Prüfling die Stelle richtig definiert hat als kleinste organisatorische Einheit, reden wir von den Arten von Stellen und da sollte man wissen, es gibt sogenannte Leitungsstellen. Ja, der entscheidende Unterschied ist im ersten Teil des Wortes, also Leitung ist im Grunde nur das, was man sich hier merken muss. Und Ausführung. Ja, was korrespondiert mit dem, was ich hier gesagt habe, Aufbauorganisation. Aufbauorganisation bedeutet oben und unten und die Leitungsstelle ist über der Ausführungsstelle. Ja, also Ausführungsstellen, auch hier wieder ist der erste Teil des Wortes bedeutsam, der zweite Teil des Wortes ist immer gleich. Arten von Stellen, Leitung und Ausführung, das sind die Begriffe, die man sich hier merken muss, denn dass Stelle hier wieder vorkommt, ist klar. So. Die Leitungsstellen nennt man auch Instanzen. Wenn der Prüfer mal hier einsteigt und sagt, sagen Sie mal, was ist denn eine Instanz? Dann können wir sagen, das ist eine Stelle mit Anordnungsrechten oder mit Leitungsbefugnis. Und Stelle ist ja bekanntlich die kleinste organisatorische Einheit. Wir haben hier also eine Stelle, die oberhalb von anderen Stellen angeordnet ist, denn wir sind in der Aufbauorganisation. Das wäre eine super tolle Antwort. Leitungsstellen nennt man also auch Instanzen. Und diese Instanzen geben genau diese Anordnungen. Ja, von den Instanzen oder den Leitungsstellen kommen die Anordnungen, die dann ausgeführt werden sollen von den Ausführungsstellen. Jetzt gibt es aber noch etwas Besonderes. Es gibt nämlich eine besondere Art der Ausführungsstelle und das ist die Stabsstelle. Es wäre nicht falsch und manche Lehrbücher machen das, dass sie die Stabsstellen hier einordnen, Leitungsstellen, Ausführungsstellen, Stabsstellen oder man fasst sie unter die Ausführungsstellen
und sagt, es ist eine besondere Art der Ausführung. Nämlich, was ist die Ausführung der Stabsstelle? Es ist die Entscheidungsvorbereitung. So, damit haben wir also zwei Arten von Stellen, nämlich die Leitungsstellen, auch Instanzen genannt, und die Ausführungsstellen. Und eine besondere Art der Ausführung ist die Entscheidungsvorbereitung. Die Stabsstelle kann man also sehen als besondere Art der Ausführungsstelle. Wichtig ist nur, dass die Stabsstelle keine Leitungsstelle ist. Sie sind Entscheidungsvorbereiter, aber haben nicht die Macht zur Entscheidung. Stabsstellen sind Ausführungsstellen. Und deswegen ist es vielleicht am besten, wenn man sie wirklich als besondere Art der Ausführung sieht und sie nicht, wie manche das auch machen, sie hier oben einordnet, auf der gleichen Ebene wie die Leitungs- und die Ausführungsstelle. Ja, man könnte das so sehen, manche sehen das so und sagen, ja, man kann unterscheiden zwischen Ausführung und Planung. Ja, da gibt es Leitungsstellen, die befehlen, Ausführungsstellen, die machen, und dann gibt es noch die Stabsstellen, die planen. Ja, also das wäre hier, das wäre die andere Möglichkeit, Befehl, Ausführung und hier Planung, und dann wäre dann hier die Stabsstelle. Stabsstelle. Ja, ist auch eine Möglichkeit, wie man sehen kann. Vor allem, wenn man die ganze Sache sehr militärisch sieht, ne, merken Sie schon einen Begriff wie Befehl, dann ist auch diese Einordnung okay. Ja, aber grundsätzlich ist es besser, wenn man hier Leitungsstelle, Ausführungsstelle, besondere Art der Ausführung, Stabsstelle, nämlich Entscheidungsvorbereitung, wenn man es so sieht. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.